spuckt wer anders an. Willkommen zurück bei der weiteren Runde Witcher 3. So, Plan für heute? Schatzkarten. Und Plan fürs nächste Mal? Nebenquests. Plan für das Mal da drauf? Gwind. Mal gucken, wie sehr es alles verschwimmen wird. Aber damit wir hier jetzt jede Folge vielleicht so einen kleinen Schwerpunkt haben, worum wir uns kümmern. Fangen wir mal mit Velen an, hier oben. Für Stufe 34, ja, gut. Ist vielleicht nicht ganz optimal. Aber ist mir egal, tatsächlich ist mir einfach bloß piep egal. Da unten werden keine Spinnen sein, also werde ich das wohl hinkriegen. Ein Weg. Ach. So. Ich weiß noch, damals hatte ich hier das erste Mal, was war noch Ghule hier drin, ne? Die waren übel. Hier war ich auch, da ist auch eine Erscheinung oben drauf. Oder nicht? Hab ich doch gemacht gehabt. Nein, die waren... Ah. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Der Wind heult. Ich glaube, es ist in dieser Kiste. Anscheinend nicht. Ja gut, dann machen wir mal kurz ein bisschen Spielkram mit den Erscheinungen hier. Weil irgendwo fehlt gerade noch der interessante Fail. Die Quest für Stufe 32, das wird dann nicht von den 7er Erscheinungen bewacht werden. Das wäre komisch. Okay. Wir wollen spielen, habe ich gehört. Komm mal her. Wow. Blitzdingsen. Ah. Bin ich schon mal in den Boden getaucht? Scheinbar ja. Ist nicht so tief, der Gute. Ah! Ah! Ledigt. So. Schatzsuche. Ach komm, von oben nach unten. Schatzsuche Novigrad. Das heißt, ich bräuchte aber erstmal wieder einen Schnellreisepunkt. Nehmen wir den hier. Hm. Gut, da war einfach noch eine kleine Kiste noch im Brunnen. Die habe ich wohl übersehen. Aber die gesamte Ecke, da kam mir doch sehr bekannt vor. Irgendwie so ein bisschen funktioniert das Gedächtnis hier noch. Wahrscheinlich ist die Quest für so ein hohes Level gewesen, weil hier überall so starke Gegner eigentlich sind. Oh, und 2 EP. Sind wir sogar Level up. Ach, wie schön. Eins ist da und das andere ist hier. Okay. Das heißt, in Novigrad müssen wir gleich nochmal einholen. Ein Teil. Ich muss nach Süden, da lang. Erkunde die Passagen unter der Tempelinsel. Oh, es kann vielleicht sein, dass wir doch da unten durchschwimmen müssen. Das wäre natürlich interessant. Oh! Hab den Eingang gefunden. Ups. Ja, gut. Kann man machen. Muss man aber nicht. Jo, wir gehen aber wieder nach Süden, ne? Da ist Süden. Upsi. Ja. Oh, herrlich. So mag ich das.
Warum ist da irgendein Draconoide? So. Vielleicht springe ich diesmal nicht so weit direkt ins Loch rein. Ich speichere aber einmal. Oh. Ich sollte nur nicht so tief springen. Der Rest passt schon irgendwie. Oh! Magic! Ja, gut. Scheinbar muss ich hier anders arbeiten. Notizen. Ausgrabung durch Gottfried Oss, Michel Sabina Hub, bla bla bla. Wir haben mit Ausgrabungsarbeiten unter der Schirmherrschaft der Akademie von Ochsenfurt und mit freundlicher Förderung durch Prinz Adrian von Seewölfen begonnen. Unser Ziel ist es, den legendären Schatz König Meglos von Estaia zu finden. Erster Ausgrabungstag. Ich mache mir große Sorgen wegen des Hexers in unserer Gesellschaft. Ich hatte von vornherein ein schlechtes Gefühl, was ihn betraf, gleich beim ersten Treffen auf Burg Drahim. Nun, in der finsteren unterirdischen Kaverne macht mich seine Gegenwart schaudern. Macht mich schaudern? Okay. Wie sicher sind wir eigentlich, dass seine Aufgabe darin besteht, die Expedition zu beschützen? Außerdem liegt Burg Drahim zu dicht bei Ochsenfurt, als dass wir die beunruhigenden Gerüchte über Prinz Adrian nicht kennen würden. Dritter Ausgrabungstag. Kirja hat verlangt, dass wir sämtliche Notizen abgeben, die wir in den Ruinen der Elfenrüstkammer gefunden haben. Ich weigerte mich. Fünfter Ausgrabungstag. Wir haben das Lager in einer großen trockenen Höhle im östlichen Abschnitt des Komplexes aufgeschlagen. Hier befinden sich einige aktive Portale. Ich fürchte, dass sie vermutlich nicht nur instabil, sondern auch unidirektional sind. Einmal Schrass, schätze ich mal. Sechster Ausgrabungstag. Der Hexer hat Marco ermordet. Marco entzifferte gerade eine der unbezahlbaren Elfenzeichnungen, als der Hexer sich plötzlich vor einem Augen auf ihn stürzte. Ihm die Kehle durchschnitt und sein Inkunabel schnappte. Ich geriet in Panik und sprang in eines der Portale. So gelangte ich in eine Kammer ohne Ausgang. Wenn nicht ein Echo des Portals erscheint, sitze ich hier für immer fest. Ich hoffe, Michel und Gottfried konnten entkommen. Ich muss schlussfolgern, dass der Hexer von Anfang an auf Befehl Prinz Adrians gehandelt hat. Es würde mich nicht wundern, wenn sie auf Burg Drahim in diesem Moment auf den Erfolg ihres Plans anschließen. Verdammt! Vielleicht hätte ich diese Elfenschemas doch an Kyan übergeben sollen. Was nützen sie mir nun, wenn ich in dieser Gruft vermodern muss? Ich habe mein letztes Wasser getrunken, zu essen ist nichts da. Es ist kein Echo des Portals erschienen. Götter, ich glaube nicht an euch. Doch wenn es euch wirklich gibt, wenn ihr existiert, dann rettet mich. Okay. Aha. Wie viel ist da irgendwas? Irgendwas ist hier unten drunter. Unidirektional. Wir können ja mal gucken, ob wir von woanders hier reinkommen. Wird das ja doch eine relativ spannende Sache. Vielleicht hier mit den Ruinen erforschen? Ah, es gibt sogar einen Schnellreisepunkt. Ist okay. Auch nicht schlecht. Vielleicht habe ich das Konzept von diesem Portal auch einfach nur nicht verstanden. Okay. Wäre natürlich eine relativ kurze Schatzsuche, wenn das jetzt einfach nur nicht... Also auch keine sonderlich erfolgreiche. Hä?
Und was mich hier so irritiert ist, dass da was ist, wo ich aber nicht rankomme. Schon komisch. Ich zauber jetzt einfach mal ein paar Zeichen hin, guck, was passiert. Ja gut, dass das jetzt nichts bringt, habe ich mir fast gedacht. Ja, was für eine Schaufel, aber... Sowas haben wir hier nicht. Gott, Holla hat gerade vibriert wegen irgendwas. Ah. Ja gut, vielleicht hat sich das mit dem Portal jetzt hier irgendwie erledigt. Oder steht was in der Quest drin? Hat er den Questpunkt gewechselt? Okay, ich bin noch hier. Oder hat er das? Vielleicht, weil ich... als ich den Gegenstand da aufgenommen habe und den Text gelesen habe, hat er vielleicht das Ziel gewechselt. Kann das sein? Okay, ja, doch. Mann, gut, dass wir schon Schnellreisepunkte dort haben. Noch weiter runter? Kyrian war toll. Natürlich ist es schade, dass die übrigen Elfenschemas mit Professor Gloga irgendwo in den Ruinen von Istaya verschwunden sind. Doch allein die Skizzen für dieses Stahlschild sind so viel wert wie ein Dorf in Südrhein. Okay. Wir teilen die Profite. Ja, okay. Ist jetzt natürlich interessant, dass wir dieses unidirektionale Portal da. Mich würde ja schon interessieren, was dahinter ist, aber das ist, scheint wohl eine andere Geschichte zu werden, will ich mal sagen. Oh, ein Bandit! Tust du nicht, wetten? Totgeschlagen habe ich dich. Nächster, bitte. Wow. Komm, du auch noch. Oh, ich muss sie gar nicht treffen mit ihm. Ich glaube, ich mache dem Feuer einfach Angst mit dem Pferd, genau. Ich mache dem Pferd wohl einfach Angst mit dem Feuer. Also ist okay. Nein. Erstmal looten. Unter der Tempelinsel. Ich guck mal von hier aus.
fahre mit dem Schiff einmal rüber. Schiff, mit einem Boot. Das Schiff klingt irgendwie ein bisschen epischer als das hier ist. So. Oh, wir müssen mittlerweile auch einen neuen Skillslot frei haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich schon wieder irgendwas mit Zeig machen will. Ich könnte nämlich Öden noch mal ein bisschen verbessern. Mal gespannt, ob wir da jetzt tatsächlich eine Art Höhle finden oder ob wir das von oben aus machen müssen. Hier scheint tatsächlich eine Höhle zu sein. Warte mal. Lass mal hier runter. Aber die war weiter oben. Okay. Mal gucken, ob ich irgendwo an Land komme. Wahrscheinlich bin ich jetzt einfach nur ein bisschen ungünstig geparkt, würde ich mal sagen. Hoffe ich. Aha, vielleicht muss ich doch oben vom Tempelviertel aus dahin. Hast natürlich eine Möglichkeit. Naja, hier könnte ich eventuell hochkommen, wenn mich das Spiel lässt, aber auch nicht. Hier ist was, wo ich an Land kommen kann. Okay. Hey! Geralt! Danke. Der Wind heult. Das ist ja schon schade, ne? Sollte ihm ein Taschentuch reichen, bevor er noch anfängt zu weinen. Okay, warte, heulen und weinen ist, glaube ich, ein Synonym, aber egal. Ich glaube, wir müssen da von oben ran. Naja, ist okay. Ist natürlich interessant. Ich hoffe mal, an den Docks sind Schnellreisepunkte. Das wäre jetzt eigentlich wünschenswert. Hier zufällig ein Schnellreiseschildchen. Ich kann hier auch wieder zu Fuß rüber, ne? Ich war mal so saublau, dass mir Blut aus den Ohren kam. Ach. Ich hab diese stechenden Schmerzen im Rücken. Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. Ich war mal so saublau,
dass mir Blut aus den Ohren kam. Was ein Händler. Hatten wir den schon? Das ewige Feuer wird unsere Sünden ausbrennen. Ich biete dir das Geschäft deines Lebens. Ja, ah, okay, scheinbar gucken wir uns mal eine Quest an. Na schön, was hast du anzubieten? Magisches Zubehör, alchemistische Zutaten, Tränke und vieles mehr. Interessant, du siehst aber nicht wie ein Magier aus. Stimmt, weil ich keiner bin. Er hat Haare auf den Händen. Dass die Habseligkeiten der armen Seelen, die auf dem Scheiterhaufen verbrennen, in die richtigen Hände gelangen. Was hast du denn? Gut, was hast du anzubieten? Nur Raritäten zu einem unschlagbaren Preis. Verdammt, du hast mich hier nicht gesehen. Der Halbling, was wollte er? Und warum ist er abgehauen, als er uns kommen sah? Keine Ahnung. Er hat seine Suppe auf dem Ofen vergessen. Ich hätte Lust, dich selbst auf den Ofen zu setzen, Klugscheißer. Ich werde dich im Auge behalten. Gehen wir. Ja, geil. Und dann bist du dran. Keine Sorge. Und du glaubst das auch noch? Ein gutes Gebräu. Der Halbling hat nicht gelogen. Der Duft wird weit reichen. Du kommst mir bekannt vor. Hab ich dich schon mal verkloppt? Ist das zufällig jetzt hier der Händler? Hör auf damit. Du machst mich ganz nervös. Und du bist ein feiner Kerl, weil du mich nicht verpfiffen hast. Dafür werde ich dir einen Rabatt geben, Kumpel. Und? Wollen wir ins Geschäft kommen? Kommt drauf an, was du hast. Ja, aber diesmal hoffentlich ohne Unterbrechung. Eine Glyphe der Durchdringung, okay. Ich will jetzt nicht mosern, aber ich finde seine Auswahl ist nicht so episch. Das ist okay. Wir waren doch eigentlich am Questen, ne? Heißt, wir müssen nochmal über diese Erfahrungspunkte einen. Man erfährt so viel. Wow. Ich hoffe, er meinte mich nicht mit den lustigen Hosen. Ist hier noch ein Händler? Aber wieso sind hier überall Händler? Es wird nicht einfach, Magier in diesem Haus. Es ist einfacher, als du denkst. Du musst nur den richtigen Köder auslegen. Ich werde mich so für den Hafen gesehen. Was du dazu zu sagen hast? Meine Herrin hat mich beschuldigt, mit ihrem Geld schlecht zu reden. Da redet genau die Richtung. Wie soll ich dann wissen, ob sie frisch ist? Kenn ich dich? Beste Ware, tiefster Preis. Noch billiger sind nur noch Gauner, die Sägemehl in den Teig rühren. Appetit auf einen Krapfen? Oh ja. Wir spielen gleich nochmal eine Runde Gwind. War es nicht zufällig Kirschlikör, oder? Oh yeah. Nehm ich. Ein Raunlikör, nehm ich. Guck mal, ich gebe jetzt mein ganzes Geld hier irgendwelchen Leuten. Weil bei denen hier weiß ich mal nicht, wie Gott, ich könnte dir jetzt einfach sinnlos die Sachen hier verkaufen, komm. Ja, Schmiede zahlen mehr, aber ist egal. So, hab ich noch was ich loswerden möchte? Komm, Chance auf Taumeln. Ah, ich glaube, war jetzt ein bisschen sinnlos, ihm das Geld jetzt quasi so abzuluxen, aber egal. An Waren bin ich nicht interessiert, aber ich würde gerne Karten spielen. So, ich habe mein Deck, glaube ich, angepasst. Das ist jetzt frisch ein bisschen cooler geworden, glaube ich. Behalte ich. Ich bin zufrieden. Hier, guck mal, den kannst du haben. Ist doch nett von mir, oder? Oh. Wieso haben die immer Finte auf der Hand aktuell?
Das fühlt sich echt wie gezinkte Karten an. Hier, den kannst du auch haben. Die Runde läuft bescheiden bis jetzt. Nicht mit... Okay, das muss ich mal probieren. Kann ich jetzt meine Karte wieder ziehen? Nein! Ach, schade. Strömender Regen. Ja, gut. Das ist ja ärgerlich. Ach, wie wär's denn bloß, wenn ich auch Fernkämpfer hätte? Ja, okay, so macht das echt nicht so viel Spaß mit dem Kartenziehen, wenn der Gegner einfach meine ganzen Karten mitnutzt. Das ist schon ein bisschen ätzend. Wow. Ja, das ist natürlich eine miese Nummer. Oh, es verbrennen, sind sie weg. Ja, war klar. Das finde ich... Ich weiß, es kann natürlich sein, dass das so ist, aber ich habe speziell bei digitalen Kartenspielen schon immer das Gefühl, wenn ich quasi voraussehen kann, was der Gegner gleich tut, nur damit das, was ich gemacht habe, wie als beschissen dasteht und es genauso eintritt, habe ich echt immer das Gefühl, dass das gezinkt ist. Weil ich habe ja auch nicht immer die Karten in der Hand, die ich gerade mal brauche, um... Also, weiß ich, ist jetzt vielleicht ein schwerer Vergleich, aber das hat schon einen komischen Beigeschmack, finde ich. Vor allem, weil es wirklich oft passiert. Yo. Komm, lass uns doch nochmal Nebel aufs Feld mitschmeißen. Also ich kann jetzt zum Beispiel nichts Sinnvolles mehr beitragen. Gegner hat gewonnen die Runde. Ich kann jetzt nur auf gut Glück hoffen, dass die nächsten zwei Runden besser werden. Aber wir haben beide vier Karten auf der Hand. Das wird nicht passieren. Yo. Vor allem nicht, wenn er mit solchen Bomben um die Ecke kommt. Ei. Ah, schon wieder ein guter Spieler hier. Abgesehen davon, dass er mit einem gezinkten Blatt spielt. Okay. Was ist denn jetzt für eine Taktik von ihm? Okay. Jeder hat doch zwei Karten. Oh. Na? Nur vier oder mehr Stärke und hat er gewonnen. Oh, 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 das ist jetzt aber vielleicht Glück, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich gut gespielt habe oder irgendwas. Das war jetzt pures Glück. Asia wa Ana Ahid. Aha. Aha, Fernkämpfer. Was habe ich denn hier Cooles gefunden? Count of Dim Finsternis, cool.
Nein, vom Namen her ist es einer von denen hier eigentlich. Oh, vielleicht bin ich auch einfach blind. Da, hier. Oh, 6er Bogenschütze für Kaiserreich Nilfgaard. Okay. So, ich wollte eigentlich über die Brücke, oder? Wie mache ich das denn jetzt leuchtend? Die verdammte Brücke hat einen Schnellreisepunkt, ey. Hätte ich mal von vornherein machen sollen. Egal. Oh, ist da noch ein Händler? Aber dich hatte ich schon, oder? Das kommt mir bekannt vor, die Ecke hier. Dich kenne ich, oder? Ja. Ist alles ausgegraut. Der Fischer. Das ist okay. Brauchst auch Geld, wie? Ich muss pissen wie ein Stier. Willst du Gerechtigkeit? Ah, oh. Noch ein Mutter. Hier bin ich doch über die Dächer geklettert, oder? Ich muss auf der Karte gucken hier. So, geradeaus, links, rechts, links. Bist du ein Elf? Links. Lass uns zum ewigen Feuer beten. Das ist unsere Gebete. Diese Armee auf der anderen Flussseite. Echt? Links. Ah, ich hab jetzt auf der Brücke, okay. Das Laden von Percival Schutenbach. Bist du das hier? Naja, egal. Das ist ein Barbier, brauche ich nicht. Oh, hier über die Brücke muss ich bitte? Diese Brücke ist schon ziemlich cool, weil sie mit dem Überdacht ist. Das ist schon irgendwie geil. Dein Geisteszustand, klar? Was willst du hier verdienen? Wir haben keine Monster. Meine neuesten Modelle. Jetzt wollte ich alle durchrennen. Ich bin ein echt unhöflicher Gast in dieser Stadt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Herkunft. Velen. Da herrscht Kriegmeister. Velen ist eine Brut. Mutter, ihr Kind sterbend neben sich liegen. Verzweiflung. Erst haben sie meinen Sohn. Mir fehlt die Berührung einer Frau. Werfen sie uns auf die Straße. In der Stadt gibt es genug, die du dafür bezahlen kannst, dass sie dich sehr speziell berühren. Naja. Oh. Oh. Ich werde jetzt mal kurz speichern. Dann kann ich nämlich einfach laden, wenn ich jetzt hier Mist baue. Wie gut, dass ich gespeichert habe. So war das allerdings nicht gemeint. Mit dem Mist bauen. Aber ist okay. Erfüllt den Zweck genauso gut. Mal gucken, wie kommen wir runter? Ein einfacher Höhleneingang wäre zu simpel, oder? Hm. So. Wie tief runter muss ich denn? Aha. Wie komme ich da hin? Spannend. Hm.
Ich gehe jetzt hier einfach mal so weit runter. Guck mal, da unten ist doch ein Weg, der da noch hinführt. Ja, Leute aus dem Weg. Ich habe mich verlaufen. Auch Wachen aus dem Weg. Möglichst weit runter. Das sieht aus wie ein Weg. Aha. Aha. Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Nice. Gefunden. Oh. Hübscher. Oh, warte, kann ich hier noch? Gerne mal was ausprobieren hier. Ich habe ja Skillpunkte, ne? Darum 10 Sekunden Ladung und Alternativmodus 9. Anzahl der Fallen 2. Jetzt packe ich dich hier mal rein. Und jetzt kommst du da rein. Hi. Guck mal, ich kann davon jetzt, glaube ich, 2 machen. Ist das ein doppelt so schnell Schaden? Er steht gerade in 2 drin. Ja, Chui, alles gut. Ah, ich glaube, das macht keinen Unterschied vom Schaden her. Aber allein dadurch, dass die Dinger jetzt so lange halten, macht das nur noch mehr Spaß. So, wir haben hier irgendwie wichtigere Dinge zu tun als Experimente mit unseren Zeichen. Vorhin haben wir dann noch genug Schatzkarten, um weitere Sachen abzuarbeiten. Das gefällt mir. Weil aktuell, muss ich sagen, habe ich Spaß an den Schatzkarten. Oh, Forschungsnotizen. Gemäß den Anweisungen unseres Leiters Irenaus Wasteingard haben wir eine Reihe von Studien am Erbgut der Wesen durchgeführt, die allgemein als Ertrunkene bekannt sind. Traurigerweise hat das verabreichte Kugelfischgift alle Exemplare der Studie in ein Koma fallen lassen. Nach 24 Stunden endeten die vitalen Funktionen der oben genannten Exemplare, sodass wir durch die Studie nicht fortsetzen konnten. Ja gut. Oh, was ist das? Oh. Seltsam. Was genau seltsam? Ich habe da gerade einen Hebel gezogen. Das mache ich jetzt drumherum mal, ne? Hä? Ich hab Spaß am Hebelhebeln. So, der Hebel ist gehebelt, ne? Der Hebel noch. Ah, ich drehe die Statuen. Ah, vielleicht müssen sie alle in die Mitte gucken. Warte mal, das ist eine Taktik. Ah? Wo, jetzt ziehe ich hier wieder einen Hebel, ne?
bin ich mir ziemlich sicher, dass es was mit der Blickrichtung der Statuen zu tun hat. Ah. Keine Ahnung. Jetzt so spontan zumindest nicht. Da ich etwas Zeit zwischen den Behandlungen habe, die ich diesen stinkenden Ertrunkenen verabreichen muss, schreibe ich euch wie versprochen das Rezept meines berühmten scharfen Huhn-Kürbis-Eintopfs. Kürbis, Hühnerschenkel, Kokosmilch, Importhandels Opien und Söhne. Aha. Den Rest werde ich sicherlich allein hinbekommen. Viel Erfolg. Jetzt will ich mal die Fackeln anzünden hier. Na? Muss ich es von Hand machen? Schaffe ich nicht. Okay, dann weiß ich jetzt gerade zumindest noch nicht ganz, was ich hier machen soll. Geh nochmal zurück. Mach mal das große Licht hier an. Hab ja sonst nichts zu tun, ne? Schlüssel benötigt. Hier kann ich noch was kaputt aden. Hey. Ich glaube, wir werden dieses Rezept heute nicht mehr gelöst kriegen. Also, die Schatzsuche meine ich. Rechnung für einen Golem. Ausgestellt von Yehuda Löw, Käufer Irinus war Steingart. Gekaufte Ware, Wachgolem. Garantie im Fall einer Beschädigung der Keramik bitte bei der nächsten Niederlassung von Yehuda Löw und Lehrlinge melden. Der Golem kann nur von qualifizierten Mitarbeitern des Unternehmens wieder instand gesetzt werden. Naja, ist okay. Hallo? Oh. Irgendwie läuft das gerade nicht so rund hier. Irgendwo hintauchen? Kann ich nicht, ne? Nee. Das ist bitter. Oh, die Fackel da an. Also auf jeden Fall muss ich diese Statuen irgendwie drehen. Also ich finde, das ist doch recht eindeutig. Ich bin mir gerade halt noch nicht ganz sicher. Oh, warte, steht da was dran? Wesen. Blick in die Tiefe und finde Erleuchtung. Blick in die Tiefe und finde Erleuchtung.
Das Licht. Ach so. Muss ich doch alle in die Mitte drehen? Jedes Mal drehe ich einmal mehr. Okay. Ich glaube, ich habe das Konzept doch jetzt verstanden. Hat ja nur ein bisschen gedauert. Oh, nochmal? Oder noch viermal? Ich bin mir nicht sicher. Ja. So. Aha! Hier sind ein paar Ertrunkene. Ja, lasst mich in Ruhe. Oh. Mal bitte, dass da jetzt ein Schlüssel drin ist. Dann kann ich die Tür nämlich aufmachen. Jo. Wie praktisch. Ich stack mal wieder eine Honigwabe. Das Live sieht ja echt nicht gut aus. So, okay, wir haben's. Oh, ich mag es, wenn es Rätsel gibt. Das mag ich echt gerne. Vor allem, wenn wir es am Ende nochmal gelöst kriegen, nachdem ich mich so dumm angestellt habe, ne? Das machst du noch besser. So, und da wird wahrscheinlich das Schema drin sein, was ich brauche. Zack. Ah, es ist ein Hexer. Ah ja, okay. Hier. Nein, hier. Ey! Komm her. Ich lasse ihn mal ein bisschen blitzdingsten. Stimmt, ich kann ja zwei von denen platzieren auch gerade, ne? Mondklinge, Katzen. Okay. Cool. Rätsel gelöst. Ich weiß, erstmal die Auslösung gefunden. Das hat sich ja schon etwas sportlich angefühlt. Jetzt haben wir zumindest die Katzenausrüstung auch schon mal fertig. Also die Standardausrüstung ist noch nicht mal die verbesserte oder irgendwie was. Danke. War schön. Ey, das hält immer noch? Wow. Okay, das Skill da drauf, der war richtig gut. Nö, aber sind wir jetzt hier fertig für heute. Wie gesagt, werden wir dann beim nächsten Mal nochmal nach Sidequests gucken, beziehungsweise Extra-Quests. Danach werden wir Gwent spielen gehen. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt nächstes machen. Ich schätze mal, es werden immer noch Schatzkarten da sein, aber das ist so der Plan für die nächsten Folgen. Da ich meine Aufnahmesession jetzt aber gleich beenden werde, garantiere ich nicht, dass ich es schaffe, mich an den Plan zu erinnern. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wie immer, wenn es gefallen hat, super gerne Bewertungen da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.